Du bist auf der Suche nach einem Dutch Oven und du fragst dir auch die ständige Frage, was ich und der Gordon mir auch ständig gefragt haben, bevor wir uns einen Dutch Oven zugelegt haben. Was für eine Farbe brauchen wir? Brauchen wir blau? Brauchen wir rot? Oder vielleicht doch einen schwarzen? Brauchen wir einen Dutch Oven mit Deckel? Brauchen wir ohne Deckel? Brauchen wir einen Dutch Oven mit Füße? Ohne Füße? Diese Fragen werden wir alle klären. Die größte Frage ist natürlich noch Gusseisen oder Holz. Direkt nach dem Intro. Das ist natürlich alles Quatsch, was wir euch jetzt vorher oder was ich euch im Intro vorher erzählt habe. Es gibt natürlich keinen Dutch Oven aus Holz. Es gibt keinen blauen, grünen oder sonst irgendwas. Diese Fragen werden hier nicht geklärt. Und wenn ja, haben wir es jetzt gerade zerstört. Du suchst einen Dutch Oven, bist aber auf der fragst dich gerade, was brauche ich? Was ist die erste Investition? Ist das die richtige Investition vielleicht für dich? Oder kommt vielleicht am Ende des Videos raus, ein Dutch Oven ist überhaupt nichts für dich. Für wen ist eigentlich alles ein Dutch Oven? Jeder, wo im offenen Feuer, also gerade für Angler finde ich es zum Beispiel teilweise schon Pflicht, weil du kannst das Ding mitnehmen, machst dir ein Feuer, packst das Ding drauf, auf Kohlen kannst du drauf machen, auf dem Gasgrill. Aber das werden wir weiter im Video, welche Dutch Oven für was geeignet sind, dann weiter erläutern. Die allererste Frage ist natürlich die Größe. Ihr müsst euch jetzt erstmal entscheiden, welche Größe ihr braucht. Es gibt nämlich verschiedene Größen. Es gibt hier einen Mini-Dutch Oven von Barbecue Toro hier. Da kann man Desserts drin machen. Dann haben wir hier einen 4,5er, hier haben wir einen 9er, hier unten haben wir einen 12er. Der sieht natürlich, das ist hier auch ein 9er, sieht natürlich jetzt größer aus, aber die sind flacher und breiter. Also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich welche, die haben einen höheren Topf unten und manche haben einen schmäleren. Ihr entscheidet, für welche Größe ihr braucht. Wie viele Personen sollten denn begrillt werden? Also wir grillen unsere Videos, wer unsere Videos guckt, ganz viel mit 4,5er. Das liegt aber auch daran, da wir oft das zu zweit essen oder dann auch die Familie. Die Kinder essen dann noch nicht mit und das reicht halt dicke. Also der 4,5er ist mega cool. Der hat hier unten Füße, ist für Briketts richtig cool. Wir haben den gleichen auch noch ohne Füße. Werde ich euch gleich erklären, warum, wieso, weshalb. Ihr entscheidet euch, wir machen unten euch eine Tabelle rein, welche Größe, welche Personenanzahl. Also fangt nicht an mit einem riesengroßen, kaufen einen 12er und ihr habt nur eine vierköpfige Familie. Ihr braucht da viel mehr Brennstoff, braucht viel mehr Material, wenn ihr zum Beispiel eine Suppe drin macht und ihr wollt theoretisch eine schöne Hühnersuppe machen, dann müsst ihr ein ganzes Huhn reintun, dann müsst ihr da viel, viel mehr Flüssigkeit reinmachen, um das Huhn zu bedecken. Bedenke. Von daher, die vermehren sich, keine Sorge, fangt dann lieber ein bisschen kleiner an, dass ihr alle bekochen könnt. Die Größe von 4,5, 9, ihr entscheidet. Aber jetzt kommt noch die ganz große Frage, was für einen Deckel will ich nehmen im Dutch Oven? Jetzt hast du die Größe entschieden, aber jetzt brauchen wir noch den Deckel. Ja, brauchen wir? So. Jetzt brauchen wir noch einen Deckel. Es gibt nämlich verschiedene Deckel. Wir haben hier einen Deckel, der hat jetzt schöne Füße. Hier haben wir einen Deckel ohne Füße. Das hat einfach aus dem Grund, diese Deckel kann man auch als Pfanne benutzen. Also ihr macht hier unten Kohlen hin, zack, 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 packt das Ding drauf und ihr habt nur eine schöne Pfanne. Finde ich mega cool. Nehmen wir auch ganz oft als Pfanne, als Pfannenersatz, weil wir haben zwar eine gusseiserne Pfanne, aber ja, man muss den Dutch Oven eh spülen. Dann nimmt man doch das Ding gleich um zum Bacon anbraten, wenn man das später für den Dutch Oven braucht oder für das Gericht. Also muss man sich vorher überlegen, was man dann braucht. Hier haben wir natürlich den Vorteil, der ist ein bisschen tiefer, der hält die Kohle dann auch besser. Also wir haben schon festgestellt, hier geht schnell die Asche runter, die hält hier besser. Sind so Vor- und Nachteile. Es gibt natürlich preislichen Unterschied, aber das muss jeder selber entscheiden, wie viel er ausgeben will. Die nächste Frage, bevor wir einen bestellen, bevor wir jetzt unten auch in die Infobox klicken und gucken, welchen Dutch Oven ich bestellen will, ist nur eine Frage ganz wichtig und die wäre Füße oder nicht. Warum? Gibt es zwei verschiedene. Es gibt einen Dutch Oven mit Füße, wie hier, und es gibt einen Dutch Oven ohne Füße. Dieser Dutch Oven ohne Füße kann man natürlich, oder sind für alle Gasgriller. Ihr Gasgriller könnt es, oder ich bin selber ein Gasgriller, könnt das einfach plan draufstellen, dann steht er direkt auf dem Rost und die Hitze kommt unten hin. Mega geiles Ergebnis. Hier habt ihr das Problem, dass ihr einen teilweise zielen müsst, ob der Rost passt, dass er nicht kippen anfängt und dann braucht die Hitze natürlich viel länger, bis er unten am Boden kommt und ihm ist schwieriger zum Kontrollieren. Also wir haben schon öfters probiert, ist gar nicht so einfach. Wenn ihr
aber beides haben wollt. Ihr habt einen Dutch Oven für einen Gasgrill oder wollt einen Dutch Oven für einen Gasgrill oder auch für Briketts oder für die Feuerstelle, dann gibt es natürlich noch schon schöne Dutch Oven Erhöhung, nenne ich das Ding jetzt einfach mal. Die könnt ihr nämlich drunter stellen, macht die Briketts drunter, stellt das Ding da drauf und ihr habt im Endeffekt der gleiche Effekt wie ein Dutch Oven mit Füße, nur dass ihr hier zwei Utensilien braucht, wo ihr irgendwo rumstehen habt, vielleicht verlieren könnt. Ich weiß es nicht, ihr entscheidet. Wir haben beides fünffach, also von daher, jetzt habt ihr entschieden, ihr braucht einen Dutch Oven ohne Füße mit so einem Deckel, sagen wir jetzt mal. Dann kommt nur die entscheidende Frage, was für ein Griff. Es gibt verschiedene Griffe, es gibt nämlich hier einfach einen Griff, der hat so einen Haken drin, der ist richtig geil für Dreibeine. Also wer noch ein Dreibein daheim hat, muss eigentlich schon fast so einen Griff nehmen, weil da könnt ihr das Dreibein einfach einhängen. Ihr merkt schon, Dutch Oven kann man unendliche Sachen draus machen. Dann ist der Pflicht. Nachteil, wenn der auf Feuer gemacht wird, braucht ihr Handschuhe. Das Ding wird brachial heiß, das langt ja nicht mehr so an. Dann gibt es noch solche Griffe. Die sind einfach so spiralförmig, was drüber klickt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, ihr könnt wirklich das Zeug immer anlangen. Also der wird jetzt nicht, also natürlich wird es warm, keine Frage, aber nicht heiß. Ihr könnt das runterlupfen, ohne die Finger zum Verbrennen. Aber mit dem Dreibein natürlich ein bisschen ein Problem, weil ihr müsst dann zielen und könnt dann wackeln. Und Dreibein schwierig, würde ich eher den nehmen. Dann ist die nächste Frage, was ist an Zubehör dabei? Also es gibt ja viele Hersteller, die haben keinen Deckelheber. Ich finde Deckelheber fast schon Pflicht. Dann gibt es wieder Barbecue Toro, ist ja immer dabei, oder? Ist ja immer dabei. Das sind dann diese Deckelheber, so kleinere. Die sind mega cool. Ihr könnt da einfach reinfahren und lupft einfach den Deckel so raus. Es gibt auch große Deckelheber, die könnt ihr richtig draufschnallen und ihr kriegt den Deckel richtig schön runter. Habe ich noch nie gebraucht oder haben wir auch noch nie gehabt, muss man dazu sagen, weil ihr habt hier bei diesem Deckelhalter das Problem, wenn ihr natürlich im Eifer des Gefechts, passiert immer wieder mal 5 Bier zu viel und ihr reißt das Ding nach oben weg und die Asche fällt euch unten rein. Also das ist ein bisschen ein Problem, da müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, dass es einfach so weglupft. Es gibt auch noch mega geile Arbeitskollegen, die sind leidenschaftliche Griller mittlerweile, hat auch einen Gasgrill und auch einen Dutch Oven von mir bekommen. Und der hat mir einen Deckelheber gemacht, in längeren. Und das ist so ein Schnicketeil. Also wer handwerklich ein bisschen begabt ist, schweißen kann, kann sich so ein Ding auch selber machen. Der ist schön lang, ihr könnt das hochlupfen, also mega geil. Aber das ist natürlich ein Unikat, den gibt es auch nicht zum Verlosen oder den gibt man auch nicht her. Dutch Oven ist gekauft, ihr habt ihn bestellt, der kommt morgen an. Dann steht da drin, ihr müsst den nicht einbrennen. Ich sag's euch gleich, ich würde ihn trotzdem einbrennen. Allein, es werden wahrscheinlich jetzt viele zerreißen, dass man es nicht muss. Ja, ihr müsst ja nicht tun, wenn es dran steht. Aber sind wir uns ehrlich, wenn jemand eine Pfanne kauft, dann macht er die vorher auch sauber. Und das Gleiche machen wir hier auch. Wir brennen das Ding einfach an, wir nehmen Öl. Da gibt es aber ein extra Video dazu. Das wird dann unten in der Infobox verlinkt, wenn wir es abgedreht haben. Nimmt einfach ein bisschen Öl, reibt ein, brennt ihn richtig ein und ihr habt einfach Ruhe. Es gibt auch verschiedene Utensilien zum Einbrennen. Ihr könnt natürlich Sonnenblumenöl nehmen zum Einbrennen oder ihr nehmt so eine Topfwunderpaste vom Barbecue Toro. Könnt ihr einfach einreiben. Kostet natürlich ein bisschen mehr wie Sonnenblumenöl, das hat man wahrscheinlich mehr daheim. Aber die Erfahrung zeigt, so wie diesen Dutch Oven, das sieht man wahrscheinlich jetzt ganz schlecht. Oder sieht ja doch, man kriegt es mit der Kamera vielleicht hin. Der ist richtig ölig innen drin, wenn man im Eifer des Gefechts ein bisschen zu viel Öl reinkippt. Dann muss man es später natürlich entweder rauswischen oder man lässt es einfach drin und das ist dann relativ schnell süffig. Das passiert natürlich mit dem Zeug nicht. Dann habt ihr das erste Mal gegrillt oder gedopft, wie wir das sagen. Wir sagen ab jetzt nämlich nicht mehr Dutch Oven, weil wir sagen ab jetzt, wenn wir einen Dutch Oven gekauft haben, Dopf. Ihr werdet es in diesem Video nichts mehr mit Dutch Oven hören, sondern nur noch Dopf. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Jetzt haut er mal richtig auf die Kacke. Topf ist gekauft, er steht da, er ist eingebrannt und los geht die Luzi. Ihr packt Kohlen unten rein wie blöd, denkt sie, mega geil. Arbeitskollege von mir ist das passiert, der hat seinen Topf befeuert, Schichtfleisch gemacht und sagt zu mir, er hat hier 30 Kohlen unten und 20 oben und sein Schichtfleisch war verbrannt innerhalb von einer Viertelstunde. Genau. Kohlenverteilung ist natürlich ein Riesenthema. Ich kann es euch jetzt erzählen, aber dann gehe ich euch richtig hart auf den Sack. Und ich erzähle euch jetzt eine halbe Stunde was über Kohle, weil das macht nachher der Gordon für euch. Und da unten kommt dann ein Video. Sobald das Video online ist,
kommt unten ein Link in der Infobox und ihr könnt draufklicken. Da gibt es nämlich richtige Unterschiede und da müsst ihr wirklich aufpassen. Lieber weniger Kohlen unten, fängt langsamer an. Also man kann immer sagen, wenn man backt, also Brot backen, kommt ein bisschen mehr Kohle oben wie unten. Genauso wie bei Braten. Wenn ihr natürlich jetzt Suppen macht, könnt ihr ein bisschen mehr unten wie oben, dann spielt es nicht weniger Rolle. Ihr merkt schon, da gibt es eine Riesen, da müsst ihr richtig aufpassen wegen der Temperatur. Erste Gericht ist drin, ihr habt angefangen, rausgegessen und guckt den Dutch oben drin. Denkt euch, holla die Waldfee, also der ist jetzt sauber, darum filmt jetzt der Gordon auch nicht rein. Wie kriege ich diese Scheiße denn eigentlich wieder raus? Dann gehe ich nämlich jetzt los, nimm jetzt mal richtige Tonne Spülmittel, kipp die da rein. Und dann passiert nämlich genau das. Das nächste Gericht schmeckt nämlich nach Spülmittel ohne Ende. Lasst Spülmittel im Gusseisen weg. Gusseisen nimmt Spülmittelgeschmack an und ihr habt in jedem Essen einen Spülmittelgeschmack. Wenn euch das passiert, brennt ihr wieder ein. Und es geht weiter. Wir waschen Essen eigentlich nur raus. Also ihr habt Essen drin, reibt es mit Zewa aus, spült es mit klarem Wasser aus. Ich weiß, jede Hausfrau, ich habe das auch schon oft gebohrt, ist ja ekelhaft. Aber ihr schmeckt danach nichts mehr. Und wenn man das sauber macht, sehen die genauso aus. Die glänzen wie ein schöner Babyarsch, frisch gepudert und so müssen sie dann sein. Und da stinkt eben nichts. Wenn ihr mal richtig eingebrannten Sachen habt, dann gibt es nämlich so unter anderem so ein Reinigungsringe, nennt man die. Die sehen eher aus, als wenn ihr das Ding immer sieht, meine ich, könnt jetzt Ritter werden und leg los. Mit den Teilen, die sind aus Edelstahl, ihr nehmt da drin auch keinen Stahl, aufpassen. Und dann könnt ihr das schön rausreiben, ihr macht es jetzt nicht. Und dann kriegt ihr die groben Verschmutzungen alles raus. Also es gibt wirklich, es wird kein Dutch Oven kaputt gehen. Also wir haben schon so viel gegrillt oder gedopft. Ich habe Dutch Oven gesagt. Ich habe das Wort Dutch Oven gesagt. Ihr dürft mich steinigen. Scheiße. Ihr wird kein Topf kaputt gehen, sondern die kriegen wir alle wieder hin. Die brennen wir wieder ein und alles ist wieder gut. Essen ist draußen. Ihr habt ihn gereinigt. Er ist sauber. Ihr habt ihn eingerieben. Mit Topfwunder oder eben mit Sonnenblumenöl. Nach jedem Topfen wird der auch nach dem Saubermachen wieder eingerieben mit Öl oder mit Topfwunder. Und dann lagert ihr das Ding. Ihr nehmt das Teil, nehmt Zewa, nehmt so ein schönes Zewa, legt eins im Boden drunter. Warum? Dass das restliche Öl sich schön aufsaugen kann. Das haben wir bei dem natürlich nicht gemacht. Und dann faltet ihr einfach so ein Zewa, das sind so die gängigsten Methoden, die sieht man überall. Nehmt so ein Zewa, dass der Deckel dann nicht komplett zugeht, macht das und legt es einfach drauf. Dann kann hier an der Seite Luft rein und das Ding kann man lagern. Ihr lagert es aber nicht draußen oder wir können es hier schon lagern, wo keine Feuchtigkeit reinkommt. Da passiert auch nichts, aber nicht, wo es hinregnet. Das macht er nicht. Ihr könnt einen Keller überall lagern, da müsst ihr auch nicht aufpassen. Nur, er darf nämlich die ganze Zeit feucht werden. Wenn er nämlich feucht wird, passiert nämlich genau das und schlechte Pflege, dann rostet das Ding einfach zusammen. Ich gebe es zu, den haben wir draußen stehen lassen, extra für dieses Video, weil wir hatten keinen verrosteten Dutch Oven. Wir pflegen die Dinger. Dann sieht das Ding nämlich genau so aus. Ihr habt Flugrost, das fängt an zum Rosten und dann müssen wir das Ding wieder sauber machen, einbrennen. Aber das machen wir jetzt nicht. Da kommt auch wieder ein Link unten. Wir machen jetzt komplett Dutch Oven oder Topf Tutorial 1, 2, 3, 4, 5, 8. Aber das ist jetzt erstmal der Einstieg. Ich würde sagen, ihr wisst jetzt mal alles zum Kaufen. Ihr habt euch entschieden zum Kaufen, könnt ihr unten auf den Link klicken. Wir kriegen eine ganz kleine Provision und ihr kriegt einen richtig geilen Topf. Wenn ihr den gekauft habt und benutzt habt, bitte schreibt doch unten, was für eine Größe. Das wird uns manchmal interessieren, wer welche Größe benutzt. Weil wie gesagt, wir haben die 4,5er, die nehmen wir ganz oft. Die anderen nicht so oft, wir Suppen nehmen wir eher die großen. Wenn ihr das getan habt, dann würde ich sagen, habt ihr uns glücklich gemacht. Ihr habt richtig viel Freude am Topf. Guckt unsere Tutorials und schreibt uns bitte unten in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Für mich war es verdammt schwierig, weil ich hasse Erklärvideos, weil da muss ich irgendwas erklären. Da unten ist ein Zettel. Ja, ich bin im Auswendiglernen, keine Chance. Also ich habe das jetzt ungefähr so runter erzählt, wie ich das so meinem Gefühl wusste. Aber hier sind die Zettel und ich hoffe, jetzt geht's los. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst doch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, wäre mega cool, weil so können wir reagieren, interagieren mit euch. Das ist schon so eine Riesenfreude. In diesem Sinne würde ich aber sagen, ich bin raus.
Gordon macht jetzt ein Kohlenvideo. Das kommt dann später. Oder kommt später, glaube ich. Oder machen wir später? Wir machen das zuerst. Also es kommt später. Also wenn der Kling klickt. Ja. Warte mal. Der Gordon dreht jetzt nämlich noch ein Kohlenvideo für euch ab, wie viel Kohlen wo sein müssen. Er kann das natürlich besser erklären wie ich, aber ich bin einfach der Schönere von beiden. Aber drum stehe ich auch vor der Kamera. Ich würde jetzt sagen, ich steige jetzt aus. In diesem Sinne würde ich sagen, Peace and Ciao.